Hey Leute, was ist Hamburg und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Beim letzten Zeitungsvideo habe ich es ja gesagt, dass ich jetzt wieder in der nächsten Zeit mehr Zeitungen präsentieren möchte. Natürlich nicht jede beliebige Kack-Zeitschrift, sondern die Just Kick It, die Bravo Sport kann man auf jeden Fall mal zeigen, weil das sind so die zwei Zeitungen, wo ich sage, die sind geil. Und wir packen heute die Just Kick It aus, die Nummer 10, 2019, Oktober 2019, 3,99 Euro kostet dieses Magazin. Und natürlich haben wir geile Extras drin, richtig geile Extras. Schaut euch diese an, schaut euch diesen Vergleich an, eine riesen XXL limitierte Karte von Marco Reus. Und auch, ich glaube, nicht sogar, es gab ja auch XXL-Karten, ich glaube zu FIFA 365, zur WM gab es, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall. Ich merke einen Unterschied zu den anderen XXL-Karten. Die ist jetzt hier hochwertiger geworden. Dann haben wir noch Jadon Shaqiri als Limi, als kleine Limi, schaut euch das mal an hier. Wie riesig Marco Reus ist. Dann haben wir noch einen Booster und natürlich das Magazin. Wir gucken uns zuerst das Magazin an, was hier so drin steht. Fantastische Champions League sehe ich schon mal. Einmal das Inhaltsverzeichnis, zack, zack. Dann haben wir, oh, ist das Papier irgendwie anders? Kann das sein? Das Papier ist irgendwie anders als zu den restlichen, oder zu den anderen Zeitschriften, die ich bis dato ausgepackt habe. Auch zu den anderen Just Kick It Magazinen. Keine Ahnung. Top-Favoriten. Ich glaube nicht, dass Top-Favorit Bayern ist. Barcelona, Juventus Turin auf jeden Fall schon mehr. Aber hier fehlt meiner Meinung nach Liverpool. PSG, Man City, Liverpool, Real, Teamcheck International, europäische Spitzenklasse. Oh, hier, guckt euch das an. Die wertvollste Champions League 11 mit Mbappé 200 Millionen, Salah 150, Neymar 180, De Bruyne 130, Kanté 100, Saul 90. Also Saul kostet 90 Millionen, holy shit, Mann. Robertson 60, Van Dijk 90, Koulibaly 75, Arnold 80 und Jan Oblak 100 Millionen. Ja, moin. Heftiger Scheiß hier. Dann haben wir den ehrgeizigen Junior-Boss, der Joshua Kimmich. Und ich nehme es Kimmich immer noch böse. Erst, nee, was war es? Supercup, glaube ich, ne? Wo er Jadon Sancho da absichtlich, für mich gibt es auch gar keine andere Sache und ja, gar keine andere Entscheidung, weil Kimmich guckt auf den Ball, guckt auf den Boden. Er sieht, dass da Sancho da ist. Und er tratscht ihn halt voll auf den Fuß. Also für mich gibt es da keine zwei Meinungen. So, was haben wir hier? Einen Quiz für eine Fun-Drohne. Einen Magic Mova. Dann haben wir ein paar Poster drin, die sind auch immer cool. Mit Cristiano Ronaldo, Julian Brandt. Einmal einen Antoine Griezmann, dann haben wir einen Van Dijk. Dann Mats Hummels, Wolfsburg-Mannschaftsfoto. Einen Robert Lewandowski. Und jetzt halt die anderen Seiten oder die anderen Hälften halt von den Postern. Nochmal einen Quiz. Starke Gegner in der EM-Quali. Deutschland hier, Niederlande. Ja, aktuell, wo ich hier dieses Video gerade aufnehme, Real Talk, spielt gerade Deutschland gegen die Niederlande. Und es steht einfach sogar 2:3 für die Niederlande aktuell, wo ich das Video gerade aufnehme. Könnt ihr mal sehen, wie lange ich im Voraus hier gerade, oder wann ich dieses Video gerade aufnehme. Genau, das essen die DFB-Stars. Was essen die DFB-Stars denn? Was sind das hier? Pasta geht immer. Lachswürfel mit Limetten und Zitronensaft. Ja, moin. Möhren mit Kokos. Also bis dato finde ich Pasta halt am besten. Was trinken die Nationalspieler morgens? Wasser und Tee oder Kaffee? Auch frisch gepresster Saft, das bieten wir ihnen alles an. Die lassen sich nicht lumpen, die DFB. Manager, DFB-Trainer, die DFB-Köche, wie auch immer. So. Dann die besten 25 Euro Topstars. Leroy Sané auf der 1, auf der 2. Mbappé, Ter Stegen auf der 3, Lever auf der 4 und Messi auf der 5. Die Lieblingsteams. Deutschland auf der 1, Bayern auf der 2, Liverpool 3, Barca 4 und Juve auf der 5. Neue FIFA 365 Serie habe ich jetzt auch schon geöffnet. Die Sticker-Kollektion kommt am 1. Oktober. Am 1. Oktober kommen die neuen FIFA 365 Sticker. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Zack, zack. Und was gibt es im nächsten Magazin? Da gibt es...
Ah, hier. Ohne limitierte Auflage von Messi und von Jadon Sancho. Also zwei Limits in der nächsten Just Kick It. Also die muss ich definitiv wieder auspacken. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ich gucke gerade auf meine Softbox und sehe eine Mücke. Ja, eine Mücke. Was macht die da? Die werde ich jetzt gleich mal mit der Just Kick It eine auf den Dirt zauen. Leute, ich öffne noch den Euro Booster. So, da muss ich selbst lachen. Was kriegen wir hier nochmal? Wir kriegen einen Patrick Schick, einen Simon Kjær, Toibio, Lorenz, Akanji und Ünal. Leute, das soll es gewesen sein mit der Just Kick It. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt der Mücke einen über den Dirt zauen. Wir sehen uns, haut rein und tschüssi.